Guten Tag. Wir reden heute über den Steinbock, nicht? Steinbock hat gerade angefangen. Diese alle anderen Sternzeichen, diese schrecklichen Skorpione, die so rachsüchtig sind und diese Schützen, die im Traum leben, die haben mit dem Steinbock überhaupt nichts zu tun. Viele Menschen glauben, und es steht immer in den Zeitungen, da habe ich schon geprüft, egal, in diesen Frauenzeitungen, ja, der Steinbock ist so realistisch, hart arbeitend. Das stimmt alles nicht. Denn Menschen, die glauben, der Steinbock ist ehrgeizig, nun, oder nur ehrgeizig, die irren sich gewaltig. Denn darum geht es ja gar nicht bei dem Steinbock. Steinbock ist als Symbol, das kannst du überall im Internet und bei Google sehen, halb Fisch und halb Schlange. Das ist eine komische, seltsame Kreatur. Und wie wir wissen, es gibt viele Ringe, es gibt Armreifen und es gibt Anhänger hier und da. Schlange, nicht? Und Schlange, müssen wir ja wissen, steht da als Symbol für Weisheit und als Geheimnisse der Erde. Deswegen hat man so viele Schmuckstücke hier und da mit der Schlange. Weisheit und Geheimnisse der Erde. Und wir haben auch sehr viele Ringe und ja, alles Mögliche da, hier und da, Anhänger auch als Fisch. Und wir wissen, dass Fisch ist ein Symbol für die Tiefe der unbekannten Gewässer. So, deswegen diese schönen Ringe, die Leute oft haben mit Schlange. Wir wissen, was das bedeutet. Deswegen ist es nicht einfach, mit dem Steinbock so umzugehen, beziehungsweise, der ist ja nett, der ist ja lieb und der redet mit dir. Aber es ist nicht so einfach, diese Geheimnisse vom Steinbock zu entdecken. Das nicht. Ähnlich wie mit dem Zwilling. Zwilling ist auch nicht so einfach. Man sagt, ja, ich bin Zwilling und so. Oft, wenn man fragt, was bist du für Sternzeichen? Zwillinge sagen nicht, ich bin Zwilling. Und Steinböcke sagen auch nicht gerne, ich bin einfach Steinbock. Weil das sind Menschen, die viele Geheimnisse haben. Was interessant ist, wenn du guckst in die Augen von einem Steinbock, von einem Kind, du siehst etwas, was dich erstaunt und was sehr, sehr erschreckend ist. Du siehst da in den Augen, in diesem Kindergesicht, das ist ein kleines Kind, aber im Grunde genommen ist das ein alter Mensch. Ja, musst du genau gucken in die Augen von kleinen Kindern, die Steinböcke sind. Das ist halt so. Das bedeutet, dass, mein Gott, dass die Kinder, die Steinböcke, die Kinder sind, die haben schon in frühen Kindheit etwas Hartes erlebt. Die wissen, dass das Leben nur ein Geschäft ist. Und das Leben ist wirklich ein Geschäft. Denn das sage ich auch immer, das Leben ist wirklich ein Geschäft. Wenn du Geld hast, kannst du dir schöne Ringe kaufen, die viel Geld kosten. Wenn du kein Geld hast, kannst du dir nur vergoldete oder versilberte Ringe kaufen. Wenn du Geld hast, kannst du dir Butter für 4 € kaufen. Wenn du kein Geld hast, kannst du dir Butter für
2,30 Euro kaufen. Und wenn du Geld hast, kannst du dir Gänsekeulen zu Weihnachten kaufen. Eine Gänsekeule kostet auf dem Biomarkt 21 Euro. Und wenn du kein Geld hast, musst du irgendwo gucken, dass du dir so eine Gänsekeule kaufst, die ein bisschen billiger ist. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo kriegt, bestimmt. Das ist in allen anderen Geschäften. Vielleicht kannst du dir eine Gänsekeule für 7,90 Euro kaufen. Aber die vom Biomarkt, Bio-Gänsekeule, die kostet 21 Euro. Deswegen, das Leben ist einfach ein Geschäft. Alles, was wir machen, ist ein Geschäft. Wenn du Geld hast, kannst du mit dem Taxi fahren. Wenn du kein Geld hast, kannst du mit dem Bus fahren. Und Steinbock sieht das auf jeden Fall auch so, dass das Leben nur ein Geschäft ist. Und es handelt sich immer bei dem Steinbock um Realismus. Deswegen diese Träume von den Schützen und Erzählungen und Leinwände von wunderschönen Fantasien und Bildern, die sind nichts für den Steinbock. Für den Steinbock zählt nur ein Geschäft. Und deswegen solche Leute wie Schützen, die Träumer sind, können mit dem Steinbock nicht umgehen, weil das ist alles zu klar, zu reell. Für den Steinbock 2 und 2 ist 4. Aber für den Schützen 2 und 2 ist manchmal 4,5 und manchmal 7. Deswegen, diese Welten trennen sich. Deswegen, Steinbock und Schützen finden sich nicht zueinander. Aber für heute ist die Zeit leider um.